Hallo und herzlich willkommen zu Rock Radio und dem bedingungslosen Nachmittag heute am 12. April 2015. Ein historischer Tag heute übrigens, 12. April. Was fällt uns da ein? 1961, erster bemannter Raumflug. Juri Gagarin ist in die Luft gegangen. Wir sind heute mal am Boden geblieben in der Romerstraße 39 in Speiches Rock und Blues Kneipe. Und wir sind heute herrliche Herren online. Ja, wir haben schon wieder mal zu sagen, dass Juliane Bär, die Redakteurin dieser Sendung, dass die eine Herrenrunde geworden war in der Raumerstraße 39. Und da haben wir doch glatt schon keinen Jingle dabei gehabt. Also falls ihr euch inzwischen schon daran gewöhnt habt, das ist der bedingungslose Nachmittag. Das war jetzt hier mal improvisiert und persönlich. Aber ja, normalerweise wäre das jetzt irgendwie von der Konserve gekommen. Aber wir versuchen unser Möglichstes, diese Sendung trotzdem gelungen über die Bühne zu kriegen. Wir hätten jetzt eigentlich angefangen mit der bedingungslosen Grundeinkommens-Cola. Die wird neuerdings vertrieben. Dazu hätten wir gerne auch jemanden im Studio, der hat auch zugesagt, der ist nur noch nicht da und deswegen fangen wir gleich mal mit dem zweiten Thema des Tages an. Aber wollen wir erstmal die ganze Runde hier vorstellen, wer alles hier ist? Richtig, natürlich. Also wir sind hier in der Speiches Blues und Rockkneipe, wie üblich, mit Rolf Gänzrich als Satiriker im Studio, mit Klaus an der Technik, der ist gerade durchs Bild gelaufen, also bei den Leuten, die Video dazu sehen, da war jetzt gerade jemand im Bild, das war Klaus an der Technik und dann haben wir Kike Malfilm, die das Ganze auch wieder aufzeichnen und auf YouTube einstellen werden. Mein Name ist Olaf Michael Ostertag und der Gast, den wir heute vom Mietenvolksentscheid Berlin haben, ist Klaus Poschmann. Habe ich das korrekt ausgesprochen? Völlig korrekt. Wunderbar. Wollen wir dann jetzt erstmal mit einer Musik weitermachen und gehen dann ins Gespräch oder fangen wir, dann machen wir jetzt erst noch mal eine Musik und sind dann gleich mit Klaus Poschmann wieder da. Wie lange ist jetzt noch die Phase, wo man das unterschreiben und einschicken kann? Also für die erste Phase, für die wir jetzt sammeln, bis zum 31. Mai. Das heißt, also es ist jetzt in den nächsten Wochen alles quasi zu schreiben. Wie viele Unterschriften braucht ihr? Wir brauchen etwas über 20.000 und dann gibt es natürlich den Sicherheitspuffer dafür, dass ja auch trotzdem, auch wenn noch so gute Anweisungen geben, über Radio direkt vor Ort viele Stimmen ungültig sind und deshalb braucht man eine gewisse Sicherheit. Also wir haben erstmal mit 25.000 kalkuliert und nachdem unser lieber Innensenator Henke gesagt hat, er wird uns ganz genau auf die Finger gucken und er muss ganz genau hinsehen, dass auch alle Unterschriften gültig sind. Der hat auch verlautbaren Sachen, dass er da gewisse Zweifel hatte, dass das in Tempelhof alles so mit rechten Dingen zugegangen ist und hat auch schon ein bisschen drüber gefaselt, ob man nicht vielleicht das Abstimmungsgesetz noch nachbessern müsste. Also ja, wir reagieren darauf, indem wir den Sicherheitspuffer erhöhen. Also das heißt, 40.000 sind besser als 20.000 und 50.000 sind besser als 40.000. Am ersten Tag hattet ihr alleine 3.000. Am ersten Tag hatten wir bis 18 Uhr über 3.000. Das ist aber auch noch weiter gesammelt worden und das liegen auch schon in Kneipen und Cafés. Da hat es schon am Freitagabend eine Tour gegeben, also da liegen auch schon Listen aus. Ja, und heute ist so viel gesammelt worden. Also wir hatten eigentlich für 5.000 Stimmen Zettel gedruckt und bevor ich hier zur Sendung kam, hatte ich schon so einen kleinen Notruf, wo dann noch Listen sind. Sind also 5.000 Zettel offensichtlich ausgefüllt oder 5.000 Namen auf die Zettel ausgefüllt? Das vielleicht noch nicht ganz ausgefüllt, weil die ausgelegten, aber wir sind nah dran. Erkennt man euch denn auf der Straße? Wenn man das, also, wenn man jetzt zufälligerweise auf der Straße in Berlin langläuft und sagt, ich wollte eigentlich unbedingt so einen Mietenvolksentscheids-Fragebogen ausfüllen, habt ihr irgendwie so, was weiß ich, orangene Kappen oder sonst irgendwas, womit man auffällt, dass man sofort weiß, da kann ich jetzt unterschreiben? Ja, genau, grüne Antennen oder so. Nein, wir haben keine Kappen und auch keine Hörnchen, aber wir haben grüne Westen, die mit unserem Logo bedruckt sind. Daran kann man grüne Baumwesten. Zu wie viel sammelt ihr denn? Wisst ihr eine Zahl, wie viele Leute mitmachen bisher? Ja, im Moment können wir es gerade vielleicht noch so schätzen. Ich schätze mal so 50, 60 aktive Sammler haben wir bestimmt, aber das entwickelt ja auch so eine Eigendynamik. Also wir rufen ja auch dazu auf, durchaus Eigeninitiative zu übernehmen und irgendwann werden wir den Überblick verlieren, aber das ist ja auch schön so, weil das ist ja ein Zeichen der Vermehrung.
Ja. Wie kommt es eigentlich, dass der Senat immer nicht glauben kann, dass die Berliner Bevölkerung so ganz andere Meinungen, Auffassungen und Lebensrealitäten hat als die Mitglieder im Abgeordnetenhaus? Das könnte daher kommen, dass wenn man eine gewisse Zeit als Berufspolitiker in gewissen Kreisen verkehrt, man vielleicht auch von dem Rest der Welt sich dann mit zunehmender Zeit immer mehr abkoppelt. Und außerdem hat es natürlich auch was mit der politischen Interessenlage zu tun, die vielleicht gerade eine andere ist als die der Bevölkerung. Rein pauschale Antwort. Gibt es denn auch sehr viele Menschen, die irgendwelche, hallo auch, der erste Gast ist angekommen in der Speiche, in der Blues- und Rockkneipe. Bist du zufälligerweise Philipp? Philipp? Nein, dann ist es nicht Philipp. Wollte gerade eben fragen, ob das auch daran liegt, dass man möglicherweise auf Abendsstehempfängen als Senatsmitglied dann auch mit Investoren zu tun hat, die sagen, also wir brauchen jetzt hier aber Ruhe an der Wohnungsfront, weil wir möchten gerne noch einen schönen großen Block bauen. Da müssten Sie jetzt mal dafür sorgen, dass das nicht so weit geht mit Volksbegehren und Volksentscheiden. Darf ich da mal einhaken, Olaf? Du kennst doch das Gebäude, das Berliner Abgeordnetenhaus. Neben dem Sitzungssaal ist ein Raum, wo ich nicht hinkomme. Das ist die sogenannte Lobby Lounge. Ja, ja. Weiter brauche ich nicht zu sagen, nicht? Also. Gut, habt ihr eine Lobby? Habt ihr schon einen Lobbyausweis? Wenige Leute wissen das, aber man kann sich tatsächlich als Lobbyorganisation registrieren lassen und kriegt dann einen höchstoffiziellen Lobbyausweis für Parlamente, sodass man dann also auch an der Schleuse vorbeikommt in diesen Lobbyraum und mit den Politikern reden kann und sagen kann, was die nächsten Vorhaben sind. Kann aber auch jede Bürgerinitiative, wenn sie nachweisen kann, dass sie sich im politischen Raum aufhält. Seid ihr schon eine offiziell registrierte Lobbyorganisation? Wir sind keine offizielle Lobbyorganisation. Und ich glaube auch nicht, dass wir eine werden wollen. Wir wollen mit den Menschen zusammenarbeiten, die nicht Teil dieser Lobby sind. Das heißt, ihr und Einfluss auf diese Lobby nehmen. Ihr macht über die Initiative der Bürgerinnen und Bürger eure Gesetze quasi selber, wenn es denn erfolgreich ist. Wie ist denn jetzt das weitere Verfahren? Jetzt ist erstmal das Begehren, ein solches Gesetz einzubringen und dann kommt es erst noch zum Volksentscheid? Oder ist das jetzt schon, hätte das schon Gesetzeskraft, wenn es denn... Noch lange nicht. Also da geht es ja jetzt erstmal darum, dass das Ganze als Volksentscheid zugelassen wird. Und wenn wir diese erste Hürde überwunden haben, dann prüft der Senat, ob er nicht möglicherweise unser Gesetz so toll findet, dass er es 1:1 übernimmt, wo wir nicht unbedingt mitrechnen. Und dann kommt die zweite Phase, die wird so circa Dezember, Januar starten. Und da brauchen wir dann erheblich mehr Unterschriften als jetzt, nämlich so um die 170.000. Und wenn wir da auch erfolgreich sind, dann wird am 18. September 2016 zusammen hoffentlich mit der Abgeordnetenhauswahl auch über unser Gesetz abgestimmt. Mit der Abgeordnetenhauswahl zusammen? Mit der Abgeordnetenhauswahl zusammen, ja. Das ist etwas, was ihr gerne so anschieben wolltet. Nach allen Erfahrungen haben Senatens dann meistens eher das Interesse, das 14 Tage vorher oder nachher zu machen, damit das möglichst nicht genau die gleiche Wahlbeteiligung hat wie die Abgeordnetenhauswahl. Aber ihr seid schon vorbereitet, da auch wieder eine Kampagne zu machen, nehme ich an. Wir sind vorbereitet, die ganze Zeit vom Beginn an durchgehend eine Kampagne zu machen, weil dieses Projekt soll auch nicht nur der Volksentscheid sein, sondern es ist auch dazu da, die mietpolitische Diskussion am Brennen zu halten. Und zwar nicht nur bis zum 18. September 2016, sondern auch darüber hinaus. Und auf solche Tricks, wie man dann versucht, unsere Terminplanung zu torpedieren, werden wir uns immer rechtzeitig vorbereiten. Und da haben wir auch können wir uns auch auf die Erfahrungen aus Tempelhof stützen. Die haben es ja schließlich geschafft zur Europawahl. Also schaffen wir das auch. Wunderbar, dann halten wir euch erstmal die Daumen und führen die mietenpolitische Diskussion weiter, jetzt gleich nach der nächsten Musik. Wir sind hier mit dem bedingungslosen Nachmittag in der Speiche Blues- und Rockkneipe in der Raumerstraße 39 und gerade ist mir mein Chat abgestürzt. Das heißt also, schreibt uns was, ich versuch's mal wieder. Das nächste, was wir haben, ist die Satire mit Rolf Gänzrich und wenn ich dann wieder im Chat bin, dann stelle ich auch gerne eure Fragen. Wir haben jetzt auch den ersten Gast hier in der Speiche persönlich. Das heißt also, es sind immer noch jede Menge Plätze frei. Wenn ihr auf das Rauchen die nächsten 90 Minuten verzichten könnt, könnt ihr gerne vorbeikommen und dann uns noch direkt Fragen stellen. Viel Vergnügen. Ein Haus wie
Der Automat, ein Haus wie ein Freund. Das Schöne am bedingungslosen Nachmittag ist, dass Klaus Schnabel-Köplin immer von dem Motto der jeweiligen Sendung dann auch eine entsprechende Musikauswahl trifft. Wir haben also sofort das Kopfkino angeschaltet. Ein Haus wie ein Freund. Ich glaube, wenn man diesen Freund nicht hat, dann ist es schon einigermaßen hart im Leben. Das ist der bedingungslose Nachmittag live aus Speiches Blues und Rock Kneipe in der Raumerstraße 39 in Berlin. Und wir schalten jetzt um zu den Nachrichten mit Rolf Gensrich. Berlin. Das Bundesarbeitsministerium gibt bekannt, dass die monatlichen Arbeitsmarktzahlen zwar jeden Monat neu ausgewürfelt werden, durch eine Panne im System werden diese aktuellen Arbeitsmarktzahlen aber leider auch gleich in jedem Monat verkündet. Sie gelten aber grundsätzlich nur am 1. April. Athen. Dass in Deutschland immer viel gearbeitet wird, findet Bundeswirtschaftsminister Gabriel richtig gut, sagt er in einem Interview mit Zeus auf der Akropolis. Dagegen meinte Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe, Arbeit schade nur der Gesundheit. Zur Arbeit sagte Gröhe wörtlich, manana. Berlin. Der SPD-Ehrenvorsitzende Günter Gabriel teilte uns zum Thema SPD im Umfragetief mit, dass es bei diesen Umfragewerten mit der SPD nur noch aufwärts gehen könne. Die Talsohle sei längst durchschritten. Am Ende unseres Interviews rief uns Gabriel noch hinterher, ich zitiere, hey Boss, ich brauche mehr Geld. Peking. China ist der Meinung, dass der Mekong so dreckig sei, liege nicht allein an der chinesischen Industrie, sondern an den vielen toten Fischen in den Gewässern. Moskau. Griechenlands Ministerpräsident Tsipras wurde letzte Woche im Kreml vom russischen Zaren Wladimir Putin eingefangen. Es wurden allseits interessierende Fragen in einer freundschaftlichen Atmosphäre erörtert. Havelberg. Der Landkreis stellt fest, die Buga im Havelland sei reine Bugamie. Hamburg. Ex-Bundesfamilienministerin Eva Herrmann gab in einem Tagesschau-Interview bekannt, Frauen und Beruf lassen sich durchaus unter einen Hut bringen. Die Frau bleibt Frau und der Mann macht den Beruf. Uckermark. Das Bundeslandwirtschaftsministerium entschuldigt sich eindringlich beim deutschen Wähler. Angeblich sitze nicht Angela Merkel im Kanzleramt, sondern das Schaf Dolly. Der Umtausch der beiden soll demnächst auf dem Gut Karinhall in der Schorfheide durchgeführt werden. Sollte sich abzeichnen, dass Angela Merkel bei den nächsten Bundestagswahlen zu wenig Stimmen abbekommt, ist das Bundeslandwirtschaftsministerium gerne bereit, den Umtausch wieder rückgängig zu machen und das Schaf Dolly für eine weitere Legislaturperiode im Kanzleramt einzusperren. Berlin. Zu einem Notfalleinsatz wurde am späten Vormittag des Freitags ein Notarztwagen ins Jobcenter Berlin-Lichtenberg beordert. Der Kopf eines Angestellten hatte sich im Gesäß eines seiner Vorgesetzten so verkeilt, dass er nicht mehr aus dessen Arsch herauszuziehen war. Der Jobcenter-Angestellte wurde deshalb kopfamputiert und soll nun im Bundesarbeitsministerium an Rea Nahles die Zuarbeiten liefern. Prenzlauer Berg. In einer dieser hippen Weinhandlungen fand ich letztens einen Warnhinweis an einem Weinregal. Achtung, Wein kann Spuren von Alkohol enthalten. Darauf trinken wir jetzt einen, Klaus. Der bedingungslose Nachmittag live aus Speiches Blues und Rock Kneipe in der Raumerstraße 39. Dieser Titel, den wir gerade gehört haben, der war jetzt so richtig schön dem Ort, dem Ambiente, in dem wir uns neuerdings befinden, angemessen, hatte sehr viel von Blues. Und was das war, das verrät uns mal der Gast der heutigen Sendung. Klaus, du kennst den Interpreten persönlich. Was haben wir gerade gehört? Wir haben von Michael Hardy gehört den Song Real und das ist gleichzeitig der Titelsong seines neuen Albums. Ja, ich sitze jetzt hier wie so ein Musikpromoter. Ich mache das aus Freundschaft. Michael ist ein guter Freund von mir, den ich vor 3 Jahren hier in Berlin kennengelernt habe und der auch so eine Art Wahlberliner ist, der immer mal ein paar Jahre hier in Berlin lebt und dann ist er wieder in Texas und dann ist er wieder mal in Brasilien bei seiner Tochter und jetzt ist er gerade wieder in Berlin, nachdem er in Texas sein neues Album aufgenommen hat. Und das ist ein guter Freund von dir, was wir nicht wussten, als wir mit der Sendung begonnen haben. Du hast dann zwischendurch hier auf ein Plakat geguckt von
Texas Blues, wo Michael Hardy drauf ist auf diesem Plakat und hat gesagt, das wäre doch schön, Musik von ihm zu haben. Und prompt ist Klaus an der Technik ganz schnell weg gewesen, um diese Musik zu holen. Und deswegen haben wir sie jetzt gerade gespielt. Er ist wieder da, die Musik war wieder da. So improvisieren wir heute diese Sendung. Nochmal kurz eine Nachricht an Philipp von Gecko, also von dem Getränkevertrieb, den wir da haben, der eigentlich der zweite Gast der Sendung ist. Wir sind in der Raumer Straße 39. Solltest du an der Danziger 50 stehen, das ist verkehrt. Wir sind heute zum ersten Mal in einem anderen Ort. Komm noch vorbei, falls du noch über die Grundeinkommenscola reden willst. Ansonsten reden wir jetzt weiter über die Mietensituation in Berlin. Und die ist ja einigermaßen angespannt, unter anderem also nicht nur wegen der allgemeinen Gentrifizierung, sondern auch wegen des Buchens von Wohnraum via Internet. Airbnb ist da so ein Schlagwort, das Uber des Wohnungs- und Mietmarkts sozusagen. Uber ist mittlerweile in Deutschland verboten worden, zumindest in Baden-Württemberg, per Gerichtsbeschluss in Stuttgart, habe ich mir sagen lassen. Airbnb ist nach wie vor legal. Wie ist das denn eigentlich mit der Zweckentfremdung von Wohnraum? Wie groß ist das Problem? Das Problem ist erheblich und ja, der Senat tut so, als ob er das Problem gelöst hat, indem er vor 2 Jahren ein Zweckentfremdungsverbotsgesetz installiert hat, was, wenn man sich genauer anguckt, sich als zahnloser Tiger entpuppt und in dieser Form nicht viel helfen wird und vor allen Dingen nicht viel helfen wird, wenn man zur Durchführung des Gesetzes kein zusätzliches Personal einstellt. Und darf mal kurz einhauen. Wir machen ja nun diese Sendung hier erst seit einer Dreiviertelstunde ungefähr. Während der Zeit habe ich hier mindestens 10 Leute mit Koffer hier auf der Straße entlang schieben sehen. Also so dringend ist das Problem. So dringend ist das Problem und es ist halt so dringend, weil jede Wohnung eigentlich für Wohnraum gebraucht wird. Und das bestehende Gesetz hat so eine schöne Selbstblockade eingebaut. Wie funktioniert die? Die funktioniert so, dass man einen Antrag stellen kann, dass man seine Wohnung als Eigentümer zweckentfremden darf. Und wenn man diesen Antrag stellt, dann hat die Behörde 6 Wochen Zeit, diesen Antrag zu bearbeiten. Dann gibt es noch so eine Nachfrist von weiteren 8 Wochen, also summa summarum 14 Wochen. Gute 3 Monate und wenn dann dieser Antrag nicht beschieden wird, dann gilt er als genehmigt. Und diese Genehmigungsfiktion im Zusammenhang damit, dass zur Durchführung des Gesetzes kein zusätzliches Personal geplant ist, können wir uns alle ausrechnen, was dabei rauskommt, nämlich so gut wie gar nichts. Also man kann es ins Deutsche übersetzen, das Prinzip ist, wenn wir keine Beamten haben, die euch irgendwas verbieten können, dürft ihr machen, was ihr wollt. Und deswegen haben wir jetzt keine Beamten mehr oder Angestellten im öffentlichen Dienst. Ja, und das schreiben wir sogar noch in das Gesetz. Na, dann hat man ja was gekonnt mit dem Ganzen. Airbnb ist ja eigentlich eine Plattform, wo Menschen ihre Gästezimmer oder nicht mehr bewohnten Kinderzimmer oder sowas für kurze Zeit mal an jemanden vermieten sollen. Es hat jetzt allerdings auch schon Presseberichte gegeben, dass inzwischen immer mehr wirklich kommerzielle Anbieter ihre Wohnungen leerziehen. Also das sind dann Mietwohnungen, in denen gar keine Familie mehr lebt und dann einen Gast aufnimmt, sondern das sind komplette Wohnungen, die dann vermietet werden und die an die Rollkofferschieber oder Zieher, die Rolf gerade hier vom Fenster gesehen hat, die dann also quasi dort komplett alleine wohnen und auch sich nicht mehr rumärgern müssen mit irgendwelchen Berliner Familien, bei denen sie einwohnen würden. Das heißt, eigentlich ist auch Airbnb schon dabei, zweckentfremdet zu werden. Wie kann man denn eigentlich da unterscheiden? Wie unterscheidet auch dieses Zweckentfremdungsgesetz? Ist es überhaupt eine Zweckentfremdung, wenn man jemanden in seiner Wohnung, die man selbst bewohnt, in einem Zimmer oder auf der Couch im Wohnzimmer übernachten lässt und ihn dafür abkassiert? Zweckentfremdet ist eine Wohnung in dem Moment, wo sie halt nicht mehr als Wohnraum dient, sondern wo sie gewerblich für irgendwelche Dinge benutzt wird. Also das betrifft Anwaltskanzleien, Ferienwohnungen jeglicher Art von reiner gewerblicher Nutzung von Wohnraum. Wenn man jetzt privat mal 4 Wochen weg ist und man will über irgendeine Vermittlungsstelle einfach, dass da jemand wohnt und auf die Wohnung aufpasst und vielleicht auch noch ein bisschen Strom und ein bisschen Miete bezahlt, dann ist damit noch nicht die Schwelle zur Zweckentfremdung im Sinne dieses Gesetzes und ich würde auch sagen insgesamt nicht erreicht. Es geht um gewerblichen Missbrauch und es geht auch darum, im Moment sind die Mieten noch nicht so explodiert, sind zwar
deutlich zu hoch für viele Menschen, aber es ist so, dass man mit einer Ferienwohnung natürlich deutlich mehr Geld verdienen kann als Vermieter, als wenn man sie als Wohnung vermietet. Wenn wir uns das mal ausrechnen, 2,5 Zimmer Wohnung kann man bequem, Berlin ist eine Touristenstadt geworden, für 60 Euro, das glaube ich noch nicht mal teuer vermieten, das rechnen wir mal 30 Tage und 1800 Euro im Monat an ein oder zwei Personen Haushalt, das klappt nicht. Das heißt also, es ist in erster Linie die Frage, wie hoch ist die erzielte Miete, um da zu unterscheiden, ob es sich noch um private oder um gewerbliche Nutzung handelt? Nee, es geht darum, dass einfach die Möglichkeit, Geld zu verdienen, höher ist für einen Vermieter, wenn er sie als Ferienwohnung vermietet, als wenn er sie wirklich zum Wohnen vermietet. Und dass das zum Missbrauch anregt und dass man da ein Gesetz braucht, was das wirklich wirksam bekämpft. Aber nun ist ja beispielsweise das Untervermieten, wenn jetzt ein Vermieter einen festen Mieter hat, mit einem festen Mietvertrag, ist ja das Untervermieten manchmal erlaubt, manchmal ausgeschlossen. Was ist denn da? Hat der Vermieter da auch ein Interesse, wenn sein Mieter sowas auf Airbnb anbietet? Kriegt er das mit und sagt, ich hätte da gerne bitte Tantiemen, wenn Sie dafür Geld erlösen? Wie funktioniert denn sowas? Sowas funktioniert so, dass es erstmal das Wort Untermiete benutzt man, wenn man eine Wohnung länger als einen Monat an einen anderen Menschen überlässt. Vorher ist das ein Gast, vorher ist das Besuch, da ist das nicht genehmigungsbedürftig. Ja, da ist das auch mietrechtlich völlig legal und da kann auch ein Vermieter nicht einen Strich durch die Rechnung machen und kann auch keinen Untermietzuschlag verlangen. Und das ist natürlich auch eine interessante Tür für Missbrauch. Inwiefern? Insofern, dass es dann öfter mal Besucher gibt, die dann einfach mal deutlich mehr pro Tag zahlen als derjenige, der eigentlich die Wohnung angemietet hat. Und damit wären wir dann jetzt bei einem sehr beliebten Prenzlauer Berger Geschäftsmodell. Wie weit hat sich das denn jetzt hier in Berlin so verbreitet, dass damit wirklich Wohnraum komplett verloren geht für den Normalmieter, für den Normalmietmarkt? Also ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber es ist doch schon durchaus im deutlichen fünfstelligen Bereich an Wohnungen, was missbraucht wird. Kann ich eine Zahl, das, was erfasst ist. Kann ich eine Zahl nennen? Prenzlauer Berg mit da mittlerweile 20%. Kollwitzplatz mehr. Naja, das sind hier die beliebten Quartiere, ne? Da, wo wir uns jetzt gerade befinden. Wir sind in einem so wunderschönen Quartier hier gerade angekommen. Sollte man gar nicht glauben, dass hier überhaupt noch eingefleischte, echte Berliner sind. Du hattest, glaube ich, auch Zahlen, Rolf, mal, wie viele überhaupt noch aus dem Prenzlauer Berg von hier noch leben. In den letzten, außer Wolfgang Thier, meine ich. In den letzten 10 Jahren sind etwa 80% der Ureinwohner hier weggezogen. Es leben jetzt noch am Ostseeplatz einige, es gibt noch rund um den Humannplatz ein paar und am Arnimplatz so ein wenige, der Rest ist alles weg, neu. Die können sich mittlerweile Schilder umschalten, Ureinwohner, ja. Und dann damit als Wundertiere durch die Straßen laufen und auch noch sich am Tourismus beteiligen. Was ich ja mache, gebe ich ehrlich zu, ja. Ja, was gibt's denn noch für weitere mietenpolitische Themen? Also du hast gesagt, die meisten Fragen, die man in dieser Sache klären muss, muss man auf Bundesebene klären. Jetzt gab es ja schon so die Mietendämpfungsgesetze nicht mehr so groß erhöhen, auch bei Neuvermietung, da ist jetzt die große Diskussion, was ist davon alles ausgenommen? Eine neu gebaute Wohnung ist vollkommen frei in der Preisfindung. Also eigentlich ist es auch wieder so ein Gesetz wie ein Sieb, was da diskutiert wird auf Bundesebene. Was sind da eure Initiativen, daran was zu ändern? Also unsere Initiativen ist, diese Themen einfach auch in der Kampagne mitzunehmen, in der allgemeinen, und auch andere Initiativen innerhalb unserer Kampagne oder mit den Mitteln unserer Kampagne zu unterstützen. Finden da Gespräche auch statt, wenn ihr jetzt beispielsweise so eine Unterschriftenliste vorlegt und ihr macht dann so ein längeres Gespräch, es ist ja nicht so, dass man dann quasi gleich garantieren kann, dass das mit der Mietsituation sich entspannt, sich entkrampft. Wie drängend sagen die Leute, ihr müsst dafür sorgen, dass meine Miete jetzt 20% niedriger wird und zwar im nächsten Mai?
Also nach der bisherigen Erfahrung ist es so, dass da gar nicht so große Ansprüche an uns gestellt werden, sondern dass die Leute einfach dankbar sind, dass wir was tun. Das ist ja schon mal schön. Normalerweise kenne ich das eher so, dass die Leute meinen, das ist alles immer noch viel zu wenig, was man tut. Das waren jetzt die ersten Reaktionen. Das ist natürlich klar, dass an uns auch mit zunehmender Zeit auch noch mehr Wünsche herangetragen werden. Und da werden wir leider immer wieder erklären müssen, was können wir mit dem Instrument Volksentscheid erreichen oder was nicht. Aber es gibt andere Organisationen, die andere Themen beackern, die wir mit unserer Infrastruktur und auch der Öffentlichkeitswirksam unseres Projektes vielleicht unterstützen können. Wir sind ja hier jetzt in der Speiche Blues und Rock Kneipe und wir haben jetzt hier auch einen Gast. Ich guck mal rüber zu diesem Gast, der lächelt ganz zufrieden, also mit anderen Worten alle Fragen geklärt, oder hättest du theoretisch auch etwas, was du wissen wolltest von unserem Gast? Kommt näher. Komme ich mal runter? Oder das ist die Chance, die Frage wird gestellt. Erstmal zu dem Volksentscheid. Ich denke, das wird so problemlos durchgehen, denn wie ich das gestern schon gesehen habe, ich habe auch schon unterschrieben dafür. Bravo. Die erste Runde geht auf jeden Fall problemlos und die zweite Runde sehe ich auch kein Problem, denn diese 175.000 oder wie viel das waren, sind erheblich weniger als 100% Tempelhof. Nee, Tempelhof hat eine ähnliche Zahl sammeln müssen, sie haben aber mehr geschafft. Sie haben über 200.000 geschafft und es gibt ja immer die Minimumzahl, die man haben muss. Und dann gibt's diesen Sicherheitspuffer wegen möglicher ungültiger Stimmen von mindestens 20%. Mhm. Das sind zwei Zahlen im Endeffekt. Also wenn wir sagen, wir brauchen 170.000, um 170.000 gültige zu haben, brauchen wir wahrscheinlich auch 220.000. Und dann zu den Sozialwohnungen. Die können ja nach einer gewissen Zeit freigegeben werden wieder, ne? Ja, das ist in den vergangenen Modellen so. Und auf ewig kann es auf unserem Modell auch nicht gehen. Aber wir haben Mindestförderzeitraum von 20 Jahren und nicht von 10. 20. Wie sind denn die Zahlen jetzt? 5 Jahre oder wie? Da gab es unterschiedliche Modelle, 10 Jahre waren auch viele Sachen, 10, 15 Jahre, aber sagen wir mal, die 20 Jahre gab es keine Modelle. Stell mir gerade Tante Friedchen vor, die seit 50 Jahren an derselben Hütte wohnt, so wie ich gefasst. Sowas wird es dann nicht mehr geben, oder? Sowas wird es nicht mehr geben. Wir hoffen, dass es sowas wieder gibt, dass Leute ihr Leben in ihrem angestammten Kiez verbringen können, aber es ist natürlich so, dass das Ganze ja auch nicht von heute auf morgen wirkt. Aber wir wollen langfristig, dass wir schon Bedingungen haben in dieser Stadt, dass auch die Menschen, die gerne ihr ganzes Leben an einem Ort zubringen wollen, das auch können. Das ist doch schon mal ein Anliegen. Da versteht man die Motivation, auch warum die Leute so schnell unterschreiben, ohne dass sie sich mit den Details näher beschäftigen. Ist es denn, habt ihr eigentlich auch Befürchtungen, dass wenn das Gesetz tatsächlich Gesetz wird, dass das möglicherweise gar nicht so viel ausrichtet, wie ihr euch das jetzt vorstellt? Also dass dann doch immer wieder Wege und Mittel gefunden werden. Man findet ja eigentlich normalerweise immer in irgendwelchen Gesetzen Schlupflöcher, dass es also so viel materielle Wirkung gar nicht entfaltet. Wir sind da realistisch genug, um zu wissen, dass wir mit diesem Gesetz alleine nicht die Welt verändert werden, aber es sind auch noch weitere Ideen in der Schublade und das Projekt ist eigentlich so aufgebaut, dass mit dem Volksentscheid nicht das Projekt und nicht die Kampagne und nicht die Arbeit beendet ist. Und da werden wir dann sehen, dass wir uns weiter drum kümmern. Na, dann wünschen wir erstmal viel Erfolg bei dem Volksentscheid und gucken dann mal nach der nächsten Musik in die Zukunft. Hier ist der bedingungslose Nachmittag live aus Speiches Rock- und Blues-Kneipe in der Raumerstraße 39 in Berlin und wir hören jetzt mal wieder rein. Ja, Tonsteine Scherben, wir müssen hier raus, wir müssen noch hier bleiben, eine Stunde. Hier in der Raumerstraße. Keine falschen Hoffnungen, dass wir hier schon raus müssen. Wir bleiben hier noch on air für die nächsten 52 Minuten und wir sind hier ja der bedingungslose Nachmittag, das heißt eine Radiosendung, die übers bedingungslose Grundeinkommen informieren soll.
Eigentlich hätten wir jetzt noch einen zweiten Gast gehabt, der über die Grundeinkommens-Cola informiert. Grundeinkommens-Cola klingt schon mal irgendwie sehr merkwürdig. Es gibt aber ja die Initiative meingrundeinkommen.de, die sich inzwischen von allen möglichen Leuten Geld geben lässt, die das gut finden. Willst du dazu ein paar Informationen vielleicht haben? Du kannst die Informationen, die du dir aufgeschrieben hast, gerne auch noch anbringen. Ich hätte jetzt einen großen Bogen geschlagen zu, was man alles einsetzen kann, um Grundeinkommen zu finanzieren. Also zum Beispiel diese Cola, da war die Grundidee dabei, die kommt übrigens aus der Schweiz, diese Idee mit dem Verkauf von dieser Cola einen gewissen Anteil, in diesem Falle 1% der Einnahmen, dann in ein Grundeinkommen fließen zu lassen. Und da gibt es ja diese Leute, die wir ja auch vor einiger Zeit hier hatten in dieser Sendung, die für dieses Grundeinkommen ja gesammelt haben, das sollte dann an deren Topf gewissermaßen fließen und sollte dann ein oder zwei, drei, vier mehrere dieser Grundeinkommen zusätzlich noch finanzieren. Das war der Gedanke, dass man also diese Cola, die in Deutschland gebraut wird, dann hier nach Berlin dann zu transportieren und Gecko sollte das ganze Ding dann vertreiben. Es war ein Satz angedacht, der doch ganz schön heftig ist von der Cola, muss ich sagen, 2,50 oder so. Und wie gesagt, daraus sollte sich dann dieses Grundeinkommen nach und nach finanzieren. Also die Michael-Bohmeyer-Initiative hatten wir ja schon mal hier in der Sendung. Michael Bohmeyer hatte damals stolz verkündet, dass das vierte Grundeinkommen finanziert ist. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 8 oder 9. Die erstaunliche Zahl, die ich jetzt aber gehört habe, weswegen das Ganze sich jetzt ein bisschen professionalisiert und viel, viel mehr Leute daran arbeiten sollen und jetzt auch gesucht wird danach, dass man Verwaltungskosten finanziert dafür, ist, wir wollen 1000 Grundeinkommen schaffen. Das ist der Ehrgeiz, den Michael Bohmeyer gerade entwickelt hat und da braucht man natürlich, da muss man, wie war das, da musst du so ein kleines Kombinat viele Colaflaschen für verkaufen. Aber möglicherweise reden wir ja über die Grundeinkommens-Cola erst in unserer nächsten Sendung. Die nächste Sendung ist im Übrigen erst am 14. Juni. Wir haben im Mai haben wir mal eine Sendepause. Da ist nämlich Rockradio 3 Tage lang zum Friedensfest auf dem Kurfürstendamm mit live und mit ganz viel Programm und überhaupt. Da fällt unter anderem auch der 2. Sonntag im Mai rein. Das wäre sonst der 10. Und den sind wir dann ausnahmsweise mal nicht auf Sendung, deswegen die nächste Sendung möglicherweise zum Thema Grundeinkommens-Cola, dann am 14. Juni. Aber wir haben ja einen Gast vom Mietenvolksentscheid Berlin und da kann man aber die Frage stellen. Also wir hatten so viel mit anderen Dingen zu tun, dass wir zu diesem Thema bisher leider noch nicht gekommen sind. Das ist eine Antwort, die wir jetzt nicht hören wollten. Und deshalb kann ich leider nur vielleicht mal sagen, was mir da so spontan einfällt. Also wenn ich ein bedingungsloses Grundeinkommen hätte, dann könnte ich in meinem Job nur diese Sachen machen, die mir am Herzen liegen und dann hätte ich viel mehr Zeit, mich für einen Volksentscheid noch zu engagieren und müsste nicht meinen Job machen und Geld verdienen mit Dingen, die ich wirklich manchmal auch nur mache, um damit Geld zu verdienen. Womit man jetzt möglicherweise auf so eine Idee gekommen ist, warum so viele Menschen das Grundeinkommen ablehnen, weil gäbe es ein bedingungsloses Grundeinkommen, würden sich mehr Menschen politisch engagieren und das kann ja nun wirklich keiner wollen, oder Rolf? Na, überhaupt nicht. Gut, also mit anderen Worten, das bedingungslose Grundeinkommen hätten wir damit schon mal festgestellt, wenn es das gäbe, würde es die gesellschaftlichen Verhältnisse zum Tanzen bringen. Das war doch mal so das Ziel, die Verhältnisse zum Tanzen bringen. Also was sagt denn da der alte Rocker in dir dazu? Der alte Rocker in mir sagt dazu, dass das bedingungslose Grundeinkommen einem einfach verdammt viele Freiheiten gestaltet und der alte Rocker würde sich richtig freuen. Ich bin gespannt, ob man das auch mit Ozzy Osbourne diskutieren kann. Rolf, hast du eigentlich Gelegenheiten, beispielsweise bei deinen Führungen hier oder sonst irgendwann mal, wenn du Leute, die nichts Böses ahnen, ins Gespräch verwickeln kannst, ihnen auch mal das bedingungslose Grundeinkommen schmackhaft zu machen? Ich versuche es dezent mit einzubringen, allerdings nicht vordergründig. Also es geht dann schon, wenn ich hier durch diesen Kiez laufe, natürlich in erster Linie erstmal um die Mieten und um die Sachen, die hier so passieren und das Thema Grundeinkommen spielt dann da eher eine untergeordnete Rolle, weil das oftmals Leute sind, die anderweitig
ihr Geld verdienen oder die dann wirklich hart arbeiten für ihren guten Euro zum Beispiel und die politisch überhaupt nicht engagieren, größtenteils. Ich habe jetzt hier gerade eben so einen ganz kleinen Stocker gehabt. Hier draußen vor dem Fenster ist ein Ur-Penzelberger langgelaufen mit seinem wehenden Hut und bestickten. Du kennst ihn sicherlich, Klaus. Nein, diesen Engländer mit seiner Melone, der so ganz typisch hier ist, einer der letzten Überlebenden hier. Bei mir ist gerade wieder der Chat abgestürzt. Deswegen ich mal kurz zu Klaus frage, hat gerade jemand im Chat irgendeine Frage gestellt? Juliane ist da. Wir können Juliane begrüßen. Das ist schön, dass wir von dir lesen. Hallo Juliane. Unsere Sendung läuft so mit Ach und Krach. Schön, dass du mal reinguckst. Also mit anderen Worten, die Hälfte hat schon mal funktioniert. Der Umzug hat geklappt. Und wir wünschen dir von dieser Stelle aus ganz, ganz gute Besserung und hoffen, dass wir uns dann im Juni gesund und munter, da halten wir jetzt mal alle diese grüne Karte in die Kamera, mit der grünen Karte gesund und munter wiedersehen. Dann möglicherweise mit dem heute nicht erschienenen Gast zur Grundeinkommenscola. Wie bekannt ist das Thema überhaupt? Was glaubt ihr? Das Thema ist, denke ich mal, sehr bekannt. Also ich erlebe öfter mal Diskussionen drüber. Und was für eine Assoziation hat man da? Also denkt man da hauptsächlich an Götz Werner oder an was denkt man, wenn man bedingungsloses Grundeinkommen hört? Ist Michael Wohmeyer inzwischen schon mit seiner Mein-Grundeinkommen.de-Initiative derjenige, der die Szene aufmischt? Was sind die Assoziationen? Meine Assoziationen hatte ich ja schon gesagt. Man hat Sicherheit und man hat die Möglichkeit, nach seinen Neigungen und Wünschen so zu leben, wie man will und wird nicht durch Erwerbszwang in Dinge getrieben, die einen möglicherweise auch davon abhalten, seine wirklichen Fähigkeiten und Neigungen auszuleben, die man so hat. Du sagst es gerade, dieser Erwerbszwang, das ist ja nur etwas, was ich immer wieder erlebe, die Mieten steigen auf der einen Seite, auf der anderen Seite sinken die realen Einkommen, wenn ich mitbekomme, was dann so Leute machen müssen, um überhaupt vom Amt gewissermaßen in Ruhe gelassen zu werden, um es mal so auszudrücken, könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch dann befreiend ist, oder? Oh, in die Runde, Olaf? Ja, nein? Ja, nein, enthalten. Ja, ich habe mir gerade gedacht, dass es aber möglicherweise genau die Schwierigkeit ist, dass das ja, um das Grundeinkommen zu erfechten, braucht es die Freiheit, die ein bedingungsloses Grundeinkommen bietet. Hat so ein bisschen was von dem Perpetuum mobile, das man immer sucht. Eine Maschine, die einmal in Gang gesetzt ist, sich nie wieder stoppen lässt. Die Freiheit, die es braucht, um in der Gesellschaft das bedingungslose Grundeinkommen durchzusetzen, die wird erst durch das bedingungslose Grundeinkommen da sein. So eher mehr oder weniger. Das ist so die Frage, die ich mir gerade stelle. Wie bricht man das auf und sagt, wir wollen jetzt diese Freiheit haben? Und dann kommen wir, weil wir jetzt diese Freiheit haben, dazu, dass wir das bedingungslose Grundeinkommen auch durchfechten. Das ist ein bisschen schwierig für mich gerade zu klären. So, wir haben Gäste, sind das... Ja, also das sind auf jeden Fall geladene Gäste. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, mein Aufführungspianist ist hier, ist aber gerade eben reingekommen. Hast du schon eine Frage zum bedingungslosen Grundeinkommen oder möchtest du die später stellen? Ich möchte später. Die sind abgewunken, alles klar. Ja, also das ist ja halbwegs realistisch, ein Gesetz zum Mietenvolksentscheid tatsächlich durchzukriegen. Da kann man ja sagen, das ist eine Gesetzgebung, die ist auf Landesebene möglich. Beim bedingungslosen Grundeinkommen wird man wahrscheinlich nicht mit der Landesebene auskommen. Also wie lange braucht man denn da, um sowas zu realisieren? Ja, also mit dem Volksentscheid geht das gar nicht, weil bundesweit gibt es dieses Instrument nicht. Und ich denke, das wird auch nicht nur in einem Land funktionieren, weil wenn man das in einem Land macht, ist man ja wirtschaftlich mit allen anderen Ländern verknüpft. Und wie das so funktioniert, wie stark das ist, das wissen Fantasie die Griechen jetzt auch nicht. Schon. Ne? Da hat ja schon der Euro gereicht. Wie ist das überhaupt? Also das, was ihr erreichen könnt, das heißt, das ist ein Volksentscheid im Bundesland Berlin. Gibt es auch bundesweite Volksentscheide oder sowas? Ist noch nicht vorgesehen, oder? Nee. Das, wie ich gerade gesagt habe, also es ist ja auch in Berlin noch nicht so alt, das Instrument. Hier haben wir es seit 2006. Und
ich denke mal, die so ein Erfolg wie Tempelhof und wenn wir jetzt Erfolg haben, ich weiß nicht, ob das die regierenden Politiker dazu motiviert, so ein Instrument auch bundesweit zuzulassen. Könnte man davon ausgehen, dass es nicht so ist, ja. Also je mehr direkte Demokratie, desto weniger Spaß haben die Politiker in ihrem Job. Kann man das so zusammenfassen? Ich könnte mir das so vorstellen, ja. Das heißt mit anderen Worten, direkte Demokratie sind Spaßverderber für Angela Merkel und Co. Das könnte man sich ja dann oft auf diese Rolle einstellen. Wir verderben euch den Spaß. Oder wir spucken euch in die Suppe oder wie man das formulieren will. Ja, wenn es direkte Demokratie gibt, dann kann man sich ja nicht mehr hinsetzen und abgekoppelt von dem Rest der Welt was ausbrüten und dabei alle möglichen Lobbyisten mit einbeziehen und das dann so verwässern, bis alle damit glücklich sind und man vor allen Dingen selber mit dem Machterhalt, sondern dann wäre ja der Politiker ein bloßes Instrument und dürfte alleine nur den Volkswillen umsetzen. Und das wird denen vielleicht zu langweilig. Gibt es da so eine schöne Sache hier? Die Kastanienallee am Prenzlauer Berg ist ja mal saniert worden. Und ich habe mich dann mit unserer Stadt, hat dem Herrn Kirch nochmal nett unterhalten, Okabit, und er sagte mir dann, ja, das Bauen, diese Sanierung der Fußwege und der Fahrbahn hat auf dem ersten Abschnitt von der Schönhauser Allee bis zur Oderberger Straße 2 Jahre gedauert, auf dem zweiten Abschnitt dann nur noch 1 Jahr. Der Unterschied war, dass man auf dem ersten Bauabschnitt Bürgerbeteiligung zugelassen hat, experimentell mal. Alle durften sich daran irgendwie beteiligen und das, was dann dabei herauskam, mit diesem Kompromiss war niemand zufrieden und das Bauen hat sehr lange gedauert. In der Folge hat man dann gesagt, okay, auf dem nächsten Bauabschnitt lassen wir keine Bürgerbeteiligung mehr zu und bauen einfach schneller. Ist das eventuell der Sinn von Volksentscheidsverboten, dann so etwas dann einfacher durchzuwinken? Also da gucke ich jetzt einfach mal unser Gesetz an und gucke mir an, wie lange im Bundestag oder im Abgeordnetenhaus über irgendwelche Gesetze diskutiert wird. Wir haben richtig angefangen im August und das Gesetz haben wir Ende Februar eingereicht. Ich glaube, wir sind da gar nicht so langsam. Okay. Trotzdem wird ja in vielen Medien mittlerweile diskutiert und auch in diesen berühmten Think Tanks, ob denn nicht ein System wie in China oder wie in Russland viel effektiver ist und ob man sich nicht diese genannte merkwürdige Bürgerbeteiligung, Demokratie, Wahlen etc. pp. Eigentlich lieber schenken sollte, weil dann wird auf jeden Fall mein Wille schneller Beton. Ist es tatsächlich so, dass die Demokratie insgesamt in Auflösung sich befindet oder dass die Abwehrmechanismen stärker werden oder werden im Gegenteil die Bürger jetzt wieder wacher? Also ich glaube, die Demokratie löst sich nicht in Luft auf, sondern sie verändert sich, weil unsere repräsentative Demokratie, da klafft ja trotzdem noch eine riesige Lücke zwischen dem Volk und denen, die dann gewählt sind. Und da denke ich mal, sind so Instrumente wie Volksentscheide, bieten auch die Chance, dass diese Lücke überwunden wird. Und du siehst die Bürger in Berlin immer mehr bei Volksentscheiden auf den Barrikaden. Also macht das den Bürgern auch Laune? Ich habe das Gefühl, das macht den Bürgern riesigen Spaß. Also die gute Laune, die mir gestern am Sammelstag begegnet ist, die spricht dafür, dass es den Menschen unheimlich viel Spaß macht zu sagen, okay, wir machen das jetzt selber und wir zeigen es denen darum. Das gibt's ja wirklich häufig jetzt inzwischen. Wir hatten ja vor einem Monat in der Sendung jetzt hier die Bürger, die sich hier im Prenzlauer Berg ihren Kiez da so, wo jetzt auch wieder ein großes Investitionsprojekt droht, selber ausgedacht haben, also Pläne vorgelegt haben, wie das da aussehen könnte. Und urplötzlich macht es auch wieder richtig Spaß, darüber zu reden, wie soll eigentlich hier das Wohnviertel, wie soll die Straße, wie soll das Grün drumherum, wie soll das gestaltet sein? Und es finden tatsächlich also demokratische Prozesse ganz woanders statt als im Normalfall oder sagen wir mal in dem hergebrachten Fall von politischem Betrieb, Parteien, Wahlen, Parlamenten. Also das sucht sich gerade quasi neue Flussbette, diese demokratischen Bewegungen in der Bevölkerung. Kann man eigentlich nur wünschen, dass es noch mehr Volksentscheide gibt und dass sich noch mehr Leute in diese Richtung engagieren? Rolf, du guckst so zufrieden gerade. Ich grübe gerade, ob ich jetzt mal die Gegenfrage an dich stelle. Was würdest du eigentlich mit einem bedingungslosen Grundeinkommen machen?
Was ich mit einem bedingungslosen Grundeinkommen machen würde. Sag du mal. Na, ich bin ziemlich sicher, dass ich dann mit meinem jetzt hier gerade kurz angesprochenen Pianisten häufiger auf die Bühne gehen würde. Weil als Kabarettist, weil ich ja auch schließlich bin, ist man ja tatsächlich eigentlich eher dabei, Geld zu verbrennen, als Geld zu verdienen. Also zumindest in der Gegend, in der ich mich so aufhalte. Und das heißt, ich würde wesentlich mehr Auftritte annehmen, ohne Garantiegage, also würde mich mehr frei zur Verfügung stellen und einfach das machen, was ich machen möchte, ohne darüber nachzudenken, wo die Miete reinkommt. Jetzt drehe ich den Spieß nochmal um. Du bist ja auch noch in der BVV in Marzahn-Hellersdorf, oder? Richtig, ja. Was macht ihr dafür, dass die Mieten erträglich bleiben? Na, in der BVV Marzahn-Hellersdorf ist es einigermaßen schwierig, das mit dem Landesgesetz zu machen, aber wir haben schon die Diskussion darüber, wo soll eigentlich neu gebaut werden. Und in der BVV gibt es durchaus die Diskussion, weisen wir da Gebiete aus, genau in Marzahn-Hellersdorf, wo übrigens auch mal Wohngebiete vorgesehen gewesen sind, die nicht bebaut wurden, wo es also mehr oder weniger noch freie Flächen gäbe für auch größere Wohnungen. Ja? Da gibt es jede Menge davon, also die eigentlich vorgesehen waren für, und genau das ist ja die Diskussion, Hochbauten, also Großsiedlungen sogenannte, also wo 20 Stockwerke aufeinander sind, ist das heutzutage noch zeitgemäß oder ist das nicht zeitgemäß? Aber da gab es mal Pläne, da sind ja sogar recht viele rückgebaut worden, die mal da standen. Sind also 20 Geschosse abgerissen worden und 4 Geschosse hingebaut worden oder auch gar nichts mehr hingebaut worden, weil in diesem Bezirk, in dem ich da in der BVV sitze, man davon ausgegangen wird, das werden immer weniger Menschen, immer weniger Menschen. Man ist davon ausgegangen, also jetzt sind es gerade 250.000 aktuell, waren mal 280.000. Wir knacken die 200.000 noch nach unten, wir müssen Wohnraum abreißen, abreißen, abreißen. Und jetzt stellen wir auch in der BVV fest, um Gottes Willen, das ist ja alles falsch gewesen, das war ja eine Fehlprognose. Es gibt jetzt viel, viel mehr Schulkinder auch wieder. Wir müssen Schulen wieder bauen, die wir schon abgerissen hatten. Echt, wo, ja? Wo also, da ist im Bebauungsplan steht da, das ist für Schulgelände vorgesehen. Da stand mal eine Schule, da ist jetzt eine grüne Wiese. Im Bebauungsplan ist das nach wie vor eine Schule. Also muss man jetzt neue Mittel beantragen, um dort wieder auf einer grünen Wiese eine Schule zu bauen, wo vorher eine Schule war. Ganz einfach, weil es jetzt wieder Kinder gibt dafür. Also das sind so die Diskussionen, die man in der BVV hat. Und da geht es halt um Bebauungspläne und da geht es ganz konkret darum, wo ist Wohnbau sinnvoll, in welcher Höhe ist Wohnbau sinnvoll und wo muss man die dazugehörige Infrastruktur wieder einrichten, die schon mal da war. Und damit hat die Gentrifizierung in der Innenstadt Marzahn davor bewahrt, auszusterben, sozusagen auszubluten. Ja, sie hat Marzahn auch davor bewahrt, dass dort Wohnungsleerstand noch wäre. Also es ist auch die Zahlen, die Rolf für Prenzlauer Berg genannt hat, werden von Marzahn nur unwesentlich überboten. Also auch jetzt kann man hier in Marzahn-Hellersdorf mittlerweile nur relativ, wenn man fix ist, Wohnungen anmieten. Also der Leerstand bei den Wohnungsbaugesellschaften ist jetzt auch weit unter 2% gesunken. Das war noch vor 3 Jahren anders. Also man merkt ganz deutlich, es gibt auch Statistiken darüber, aus welchen Bezirken zugezogen wird. Woher? Und das, das ist das wirklich Erstaunliche. Der Bezirk, aus dem am meisten nach Marzahn gezogen wird, ist Spandau. Was? Weil nämlich alle anderen Bezirke ziehen nach Spandau und die Spandauer werden nach Marzahn verdrängt. Es ist wirklich wie so ein Dominoeffekt, diese Gentrifizierung. Also es macht in einem Bezirk macht's plönk und dann die Spandauer sind die Vorletzten und bei uns kommen sie dann an. Ja, das ist wirklich so. Also als ich bin ja alter West-Berliner und als ich jung war, ich bin in Steglitz aufgewachsen, da war Spandau genauso ein gut bürgerlicher Bezirk wie Steglitz. Und irgendwann in den 90er Jahren ist dann Spandau angefangen, so langsam ins Ghetto zu rutschen. Und in der Innenstadt kursiert das wirklich so, wer hier raus muss, da geht's ab nach Hellersdorf und Marzahn. Also das ist wirklich so ein Trittleiterprinzip in der Stadt. Ja, wobei man dann sagen muss, die Wohnungsbaugesellschaften in Marzahn, die finden das ganz toll. Die finden das ganz wahnsinnig schick, dass sie jetzt ihre Wohnungen auch wirklich komplett bis unter das Dach vermietet haben. Und da sind ja jetzt auch der höchste prozentuale Mietanstieg findet in Marzahn statt. Was, ja? In Mitte ist statistisch bereits die Miete wieder am Sinken. Statistisch, auf sehr, sehr hohem Niveau zwar, aber es wird die Neuvermietungen sind im Vergleich zu den Mieten von vor 2 Jahren geringer. Wohingegen in Marzahn auch auf sehr niedrigem Niveau, aber da relativ steigen sie am höchsten von ganz Berlin. Ich habe den Chat gehört. Mal gucken, was da gekommen ist. Schau doch mal nach.
Und sofern der Rechner funktioniert, er funktioniert. Gut, das ist, glaube ich, schon die Sendung nach uns. Die grüßt uns und wünscht uns einen schönen Sonntag. Grüßen wir zurück. Das wünschen wir den Hörern, Hörerinnen auch und machen jetzt mal wieder eine Musik, würde ich mal vorschlagen. Und begeben uns dann so langsam in die Terminschiene und die Tipps und was man so alles über das bedingungslose Grundeinkommen in Deutschland wissen muss oder machen kann. Wo alles dunkel ist, macht Licht. Konstantin Wecker, was keiner wagt. Und wie man da an dem Applaus gehört hat, haben sie ganz viel Publikum bei der Live-Aufzeichnung dieses Songs gehabt. Bei uns ist mittlerweile auch ein bisschen mehr Publikum angekommen. Nach wie vor ist der Chat geöffnet. Hier ist der bedingungslose Nachmittag live aus Speiches Blues- und Rockkneipe in der Raumerstraße 39 in Berlin und wir sind immer noch sehr, sehr gastfreundlich gegenüber all denen, die da draußen ihre Rollkoffer hinter sich herziehen und möglicherweise nicht über die Gentrifizierung nachdenken, weil sie selber darstellen. Aber wir haben heute den Gast Klaus vom Mietenvolksentscheid Berlin Initiative. Ich habe eine Frage. Ja. Und Rolf hat sogar noch eine Frage an den Gast. Wir haben jetzt gerade schon während der Nummer darüber diskutiert, ob wir nicht eigentlich an Fragen leer gelaufen sind, weil wir wollten ja eigentlich heute zwei Themen behandeln, aber das mit der Grundeinkommenscola machen wir dann im Juni. Rolf, du hast eine Frage. Ja, und zwar folgende Frage ist mir eingefallen. Es geht dabei um Mietwohnungen oder aber auch um Gewerbemieten, die ja auch manchmal ganz schön hoch sind und die ja mittlerweile frei verhandelbar sind, soweit ich weiß. Also da geht es jetzt erstmal um Mietwohnungen, aber das Problem, dass die Gentrifizierung genauso in Gewerbemieträumen stattfindet, das ist durchaus so. Und da ist es einfach mal die Frage, die, wenn sie denn mal, so wie wir hoffen, umgewandelt sind, Anstalten öffentlichen Rechts, die haben ja auch Häuser, wo auch Gewerberäuber drin sind. Und in den Entscheidungsgremien im Verwaltungsrat sind ja dann auch durchaus Mietervertreter drin. Und wenn die denn Interesse dran haben, dass da nicht irgendwie der 27. Laden von irgendeiner Kette, die sie aus jedem Einkaufszentrum kennen, auch noch reinkommt, sondern einfach kreative Vielfalt im Kleingewerbe haben wollen, dann hoffen wir, dass die sich darum kümmern. Ich habe hier auch so ein interessantes Beispiel hier, Kollwitzplatz mal wieder, dass dann eben auch Geschäfte für Lebensmittel verschwinden müssen, weil sie die Mieten nicht mehr zahlen können und dann weiter Cafés entstehen, die sich, wie ich weiß nicht, wie halten. Es geht dann eben ja auch darum. Ja. Ja, es geht vor allen Dingen, und da kommen wir wirklich auch an die Grundstruktur ran. Das ist jetzt so ein Thema, wo ihr mich gerade wunderbar befruchtet habt, weil so weit waren wir gar nicht, aber das passt einfach voll rein. Weil auch wie gestalte ich Gewerberäume in einer Immobilie, ist ja eine Entscheidung, die kann man nach verschiedenen Kriterien treffen. Man kann sagen, wer bringt das meiste Geld? Oder man kann sagen, wer ist gut fürs Sozialgefüge? Wen wollen die Menschen, die hier wohnen, auch haben? Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass die zigste Spielhalle sicherlich nicht günstig für ein soziales Gefüge wäre, oder? Nein, also eine gesunde Mischung zwischen Gastronomie, kleinen Läden, Versorgung, Cafés. Naja, und wer es braucht, auch ruhig eine Spielhalle dazwischen. Aber ich denke mal, Vielfalt ist das Wichtigste. Und Vielfalt vor allen Dingen so orientiert, dass es einfach den Bedürfnissen der Menschen, die da gerade in dem Viertel oder in dem Haus leben, entgegenkommt und nicht den wirtschaftlichen Interessen derer, denen das Haus gehört. Ich gucke jetzt nochmal in die Runde des Publikums hier in der Speiche. Möchte noch jemand der anwesenden Herren eine Frage stellen? Hm? Sieht nicht so aus.
Sieht nicht so aus. Hintergründiges Lächeln und ich werte das jetzt mal so als allgemeine inhaltliche Zustimmung. Aber es ist gerade von der Vielfalt die Rede gewesen und wir haben hier noch eine große Seite mit ganz vielfältigen Grundeinkommensterminen, die ich dann vielleicht an dieser Stelle schon anreißen könnte. Es ist ja wirklich erstaunlich, wie viele Städte in Deutschland da verzeichnet sind. Wenn man allein jetzt mal die nächste Woche anguckt, dann steht hier unter anderem, dass in Köln im Severin, davon habe ich inzwischen gehört, dass das eine ganz, ganz tolle Location sein soll, im Severin um 19.30 Uhr am Dienstag, dem 14. April, ein BGE-Treffen sein soll. Am selben Tag, und das sollte man wirklich nicht glauben, was da alles drinsteht, am selben Tag gibt es um dieselbe Zeit Treffen in Dortmund, in Berlin, angeblich wieder das öffentlich zugängliche Treffen der Berliner Bürgerinitiative Grundeinkommen, in Bonn, in Freiburg, in Gießen. Es ist also wirklich in ganz Deutschland permanent etwas zum Grundeinkommen los. Und unsere Kollegen von Radio Lora sind auch wieder auf Sendung, und zwar am 22. April. Auch wieder um 19 Uhr. Wir versuchen ja immer ein bisschen so auf die Kollegen hinzuweisen, auch im Internet, radiolora.de kann man aufrufen. Also es ist ganz, ganz viel los. Es werfen auch Großereignisse mal wieder ihre Schatten voraus. Es gibt mal wieder einen Kirchentag, wo Grundeinkommen in einem kleineren Panel dann wieder Thema sein wird, wobei erstaunlicherweise die katholische Kirche, die evangelische Kirche, überhaupt die Amtskirchen in Deutschland schon seit Jahren dieses Thema für sich entdeckt haben und eigentlich bei allen Kirchentagen immer wieder aufrufen, dass das jetzt eigentlich aktuell ist. Ich kann mich dunkel erinnern, in meiner Kindheit, da wurde, wenn die Kirchen was diskutiert haben, das immer noch in der Tagesschau gebracht. Heute irgendwie nicht mehr. Also wenn Kirchen was zum Thema machen, ist das heute nicht mehr so wichtig, es sei denn, der Papst hat wieder was über Kinderprügeln gesagt oder so. Heute geht es ja um mittlerweile Griechenland und um Ebola und oder aber um 14 Tage lang um einen Flugzeugabsturz. Ja, also es gibt wichtigere Themen offensichtlich. Die Partei Die Linke hat ja das letzte Mal auf ihrem Bundesparteitag das Thema Grundeinkommen kurzfristig abgesetzt von der Tagesordnung. Warum? Angeblich, weil die Zeit nicht mehr gereicht hätte. Deswegen steht es jetzt auf der Tagesordnung des Parteitags in einer Stadt, die angeblich gerüchteweise gar nicht existiert. Wie, welche? Bielefeld. Bielefeld, 5. 6. Juni ist der Parteitag der Partei Die Linke mit inzwischen 2,5 Stunden auf der Tagesordnung zum bedingungslosen Grundeinkommen. Das wird sich wahrscheinlich auch wieder auf 45 Minuten eindampfen, so wie ich diese Parteitagsregie kenne. Aber es steht, wie gesagt, auf der Tagesordnung. Mal gucken, ob das den Weg in die Tagesschau findet. Was garantiert nicht den Weg in die Tagesschau findet, sind unsere nächsten Sendetermine. Rolf, du hast... Wollen wir schon mal loslegen. Ich habe ja eine ganze Reihe an Terminen. Ab 18 Uhr gibt es die Kaffee- und Kuchensendung mit Felix. Ab 20 Uhr gibt es die Rockzeit mit Klaus, der jetzt noch hinter der Technik sitzt. Und dann darf ich ansagen, die nächsten Crazy Words, die halboffene Kleinkunstbühne, die ist dann wieder im Zentrum Danziger 50, in der Danziger Straße 50 am 26. April. Und auch das darf ich sagen, der bedingungslose Nachmittag am 14. Juni, das nächste Mal im Mai, fällt aus, hatten wir ja schon mal gesagt. Und dann noch eine ganz, ganz kleine Ansage in eigener Sache. Sondersendungen gibt es ja eher selten, die dann noch bei der großen Medienanstalt Berlin-Brandenburg anzukündigen und auch noch einen Teil davon genehmigt zu bekommen, ist was eher Seltenes. Es gibt zwei Sondersendungen anlässlich meines 20-jährigen Radio-Jubiläums. Morgen habe ich dieses Jubiläum, nämlich 20 Jahre on Air. Und da darf ich zwei Live-Sendungen am kommenden Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 14 Uhr bei Alex Radio machen. Live. Ich weiß, dass da viele, viele Gäste kommen. Die Hütte wird voll sein an beiden Tagen. Also Alex Radio anmachen im Kabel auf 92.6 und im Internet auf alexberlin.de oder alex-berlin.de. Besondere Sachen sind ja auch, wie gesagt, im Mai vom 8. bis zum 10. auf dem Kurfürstendamm rockradio.de mit sehr, sehr, sehr viel Live-Musik, wenn ich das richtig verstanden habe, und ganz vielen Radiosendungen, die von dort aus direkt übertragen werden. Aus diesem Grund fällt der bedingungslose Nachmittag im Mai aus. Dafür kann ich aber wenigstens sagen, wer sich dann anschließend vom Kurfürstendamm noch auf die Kabarettbühne begeben will, am 9. Mai um 20 Uhr gibt es nochmal das Fluglärmkabarett. Ich erwähnte die
Initiative gegen Fluglärm, ist ja auch eine inzwischen recht große Bürgerinitiative mit einem eigenen Internetfernsehkanal. www.bbb.tv steht dort auf der Bühne. Ich bin ebenfalls auf der Bühne, 20 Uhr im Kabarett im Zimmertheater in der Kultschule Seewarnstraße 43 in Lichtenberg. Und etwas völlig Neues probieren wir hier auch in der Speiche, in der Blues- und Rockkneipe aus, und zwar am 28. April. Das ist also Dienstag in 14 Tagen. Da gibt's normalerweise immer die Sendeschiene um 18 Uhr mit Rock live here on stage. Und am 28. April machen wir mal etwas anderes. Wir machen Kabarett und Kleinkunst. Zu Gast sind Beate Möller und Gilles Chevalier vom Internetportal liveundlustig.de. Ich darf das Ganze moderieren und wir werden uns da mal über die gesamte Kleinkunst- und Kabarettszene einen kurzen Ritt veranstalten und sagen, wo man übrigens auch sehr gut abends hingehen kann, wenn man Kleinkunst in Berlin sehen will. Weil du es gerade sagst, ich bin am Tag danach, am 29. April, mal wieder bei P-Radio und habe eine Band aus Holland, denn dort, die Unplugged spielen Try Acrobatics. Die spielen am Tag danach hier in Berlin und kommen schon mal einen Tag eher, um dann bei mir zu Gast zu sein schon mal. So, wer sich das alles nicht notieren konnte auf die Schnelle. Wir haben ja in der, auf YouTube ungefähr zwei Tage, nachdem wir es hier live auf rockradio.de ausgestrahlt haben, die Sendung von Kiekemal Film Berlin. Ich gucke mal genau in die Kamera von Kiekemal Film Berlin hinein. Dankenswerterweise werden wir ja auch mit Bild aufgezeichnet. Und da kann man dann also das Ganze nochmal anhalten und jeden einzelnen Termin abschreiben. Die ersten zwei werden dann schon vorbei sein. Aber wenigstens sind die anderen da noch auf jeden Fall nachschaubar. Und wer sich sonst Termine übers bedingungslose Grundeinkommen ansehen will, der gehe auf grundeinkommen.de, einfach nur grundeinkommen.de, und klicke dort Termine an. Es gibt, wie gesagt, bundesweit ganz, ganz viel über das bedingungslose Grundeinkommen zu erfahren. Und die Termine für den Volksentscheid, wir haben jetzt noch 7 Wochen, nochmal kurz den Werbeblock für Volksentscheid und wo man unterschreiben kann. Man kann regelmäßig am Tempelhofer Feld unterschreiben. Man kann regelmäßig auf die Webseite gehen und gucken, an welchen Sammelpunkten gesammelt wird. Man kann auch einfach, wenn man nicht so gerne aus seinen 4 Wänden raus will, sich die Unterschriftenliste runterladen und zu Hause gemütlich beim Kaffee unterschreiben und so hoffentlich an seine Nachbarn und seine Familie und an alle, die man kennt, verteilen. Kaffee war das richtige Stichwort. Felix mit Kaffee und Kuchen wartet wahrscheinlich langsam auch schon auf den Sendeplatz. Wir haben allerdings noch eine Viertelstunde, die füllen wir jetzt erstmal mit ein bisschen Musik. 17.48 Uhr ist es jetzt mittlerweile und wir haben jetzt die zweite Stunde mehr oder weniger improvisiert. Wir hatten ja, wie gesagt, eigentlich einen anderen Gast, aber sowas passiert manchmal und wir haben schon überlegt, ist es vielleicht so, dass so eine Sendung, wie wir sie jetzt gemacht haben, wir werden dafür keinen Grimme-Preis kriegen. Aber es gab mal ein Fußballspiel, bei dem hat 2 Stunden lang das Tor gefehlt. Und wie war das so schön? Ein Tor würde dem Spiel gut tun, sagte der eine Sportreporter zum anderen. Und schon hatten die beiden Sportreporter den Grimme-Preis für 2 Stunden Quatschen, ohne dass ein Fußballspiel auf dem Rasen stattfindet. Wir haben es jetzt nur eine Stunde versucht so zu ziehen, aber immer die Frage an den Gast zum Schluss. Wie hast du dich gefühlt? Warst du gut aufgehoben bei uns? Hast du irgendwas nicht sagen können, was du sagen wolltest? Jetzt ist die Gelegenheit. Also mir fällt leider gar nichts ein, wo ich jetzt rumlästern oder meckern oder sonst was könnte. Nö, ich heb mal einfach die grüne Karte hoch und sag, hat Spaß gemacht mit euch. Ach, ist das ein schönes Statement. Es hat auch sehr viel Spaß mit dir gemacht. Wir kriegen auch noch eine grüne Karte von Kiekemal. Wunderbar. Rolf, wie fandest du die Sendung heute? Gegenfrage. Ich hatte ja eigentlich mal vor anderthalb Jahren hat mich ja Juliane, unsere Redakteurin, zum ersten Mal gefragt, ob ich hier mitmachen möchte. Und ich war der festen Überzeugung, dass es mir nie passieren würde, dass ich irgendwann mal nichts mehr zu sagen hätte. Heute war ich hart an der Grenze und das ist eine neue Erfahrung, muss ich sagen. Also diese Erfahrung möchte ich nicht häufiger haben, aber im Zweifelsfall fange ich dann einfach mal an, mein Kabarettprogramm zu rezitieren oder sonst irgendwas zu erzählen. Es hat viele Menschen gegeben, die über Ostern auf Facebook und anderen sozialen Netzwerken ihre Hasen, Nester und Ostereier gepostet haben. Sowas hätten wir auch anfangen können. Und wir hätten dazu noch eine Grundeinkommenscola spendiert.
Also alles gut im Großen und Ganzen, denke ich dir. Ein neuer Ort ist sicherlich gewöhnungsbedürftig, weil eigentlich auch eine Kneipe, jetzt wird man nicht geraucht, aber man riecht es halt. Das ist so ein bisschen das, was ich so ein bisschen... Ja, aber dafür ist es auch hier sehr stimmungsvoll und wir können, wenn wir über Gentrifizierung reden, sie sofort vor dem Fenster vorbeilaufen sehen. Also mit anderen Worten, unser Thema entsprechend, wir können uns die Themen von der Straße glauben hier. Also es ist sehr prominent. Wir hätten auch Leute auf die Straße stellen können, Leute anquatschen können. Machen wir das nächste Mal. Aber wir haben ja das Thema, wir sitzen ja auch in dem Thema drin und eigentlich sitzen wir in einem Raum drin, der dankenswerterweise noch nicht rausgentrifiziert wurde. Das ist ja hier eine Kneipe, die eine sehr, sehr lange Tradition hat und es gibt sie noch mitten in diesem Viertel, was eigentlich schon völlig gentrifiziert ist. Und aus diesem Grund haben wir diese Kneipe jetzt auch als unseren Sendeort erkoren und wollen möglichst lange hier bleiben. Werden also auch wiederkommen. Es ist ja auch so wunderschön, dass man jetzt spontan, wenn man einen Gast hat, der sich hier in der Kneipe umguckt und ein Plakat an der Wand sieht, dann sagt, den kenne ich, von dem will ich eine Musik haben, vielleicht passiert das beim nächsten Mal wieder. Also wir sagen auch gerne nochmal den Namen Michael Hardy. Wir denken an ihn jetzt quasi und wünschen ihm viel Erfolg mit dem aktuellen Album und hoffen, dass solche urplötzlichen Synergieeffekte durch diesen Raum häufiger produziert werden. Danke, dass du da warst, Klaus. Danke, grüß die alle und sag, dass man ohne weiteres hier auch nochmal reinhören kann, immer auf rockradio.de und jeden zweiten Sonntag, 16 bis 18 Uhr, der bedingungslose Nachmittag. Damit gehen wir jetzt mal in die Runde rein, hier in die Tschüss-Runde. Olaf Michael Ostertag war das an der Moderation. Dann mach du mal weiter. Rolf Gensrich, der, ich sagte immer Satiriker im Studio, es ist weder ein Studio noch möchtest du, dass ich dich Satiriker nenne. Da bist du besser als ich, ehrlich. Aber dafür regelmäßig und wirklich sehr, sehr zuverlässig und heute mal quasi im Nachrichten-Look. Machst du das dann häufiger? Ich habe das jetzt mal bei PR-Radio versucht, habe gemerkt, das kam dort an, es wird jetzt noch ein, zwei Mal gemacht werden und dann ja, mal gucken, wie ich Ideen habe. Na denn, dann gucken wir mal, wie sich die Satire im Rahmen des bedingungslosen Nachmittags entwickelt. An der Technik Klaus Schnabel-Köplin, dem wir sehr dankbar sind, dass er für die Musikauswahl immer sorgt und wir uns da keine großen Sorgen machen müssen. Immer thematisch auf Punkt, ob wir hier nun raus müssen oder ob das unser Haus ist. Es passt immer wie die Faust aufs Auge. Hat auch in der letzten Sendung gepasst und wird auch wieder im Juni klappen. Hinter der Kamera ist Kike Malfilm Berlin und wird das Ganze ab Dienstag vermutlich wieder auf YouTube einstellen. Da kann man sich das Ganze nochmal ansehen, nicht nur anhören, sondern auch ansehen. Und falls irgendjemand irgendetwas gefilmt haben will in Berlin oder Umgebung, dann einfach mal Kike Malfilm Berlin googeln. Das ist auch sehr verdienstvoll, dass du jedes Mal da bist. Ich danke recht herzlich. Ich danke auch unserem Gast nochmal der Mietenvolksentscheid Berlin. Und so in einem Wort, mietenvolksentscheidberlin.de ist auch die Homepage. Nur nochmal, dass man sich eventuell auch was runterladen kann. Und wir sehen uns, hören uns dann wieder am 14. Juni. Dann mit Juliane, hoffe ich. Dann hoffentlich wieder mit Juliane Beer. Herzliche Genesungswünsche. Ich hoffe, du hattest Spaß, wie du jetzt gerade eben leidend, gerade noch mit letzter Kraft das Internet hochgefahren hast und rockradio.de gehört hast. Es macht sehr viel Spaß mit dir. Also mit anderen Worten, werde gesund und komm im Juni wieder vor die Kamera und das Mikro. Herzlichen Dank und wir gehen dann weiter an Felix mit Kaffee und Kuchen. Musik.